Agnes hat's wieder mal eilig. Ja, ja. Die kenne ich doch nur eilig. Wenn sie herumkommen will. Sie hat nun mal 4 Ortschaften zu betreuen. Wie kommst du denn mit dem neuen Bürgermeister zurecht? Das weiß ich nicht. Der ist ja erst seit gestern im Amt. Agnes ist da. Ich habe noch, ehe wir anfangen, einen Vorschlag außerhalb der Tagesordnung. Erstmal ganz grob. Treib täglich eine halbe Stunde Sport und schwuppdiwupp, dein dicker Bauch ist fort. Bisschen musst du doch die Leute kennen. Bist doch hier aufgewachsen. Hier ist Quatsch. Jawohl, Quatsch. Agnes, bitte. Das geht um die Gesunderhaltung. Selbstherrliches, kurzsichtiges und nun auch noch disziplinlos. Udo, neue Besen kehren gut, aber einmal verlieren sie auch die Haare. Na, Kind, ist aber was Schönes. Ich hab schon eins. Sie haben natürlich die Möglichkeit, eine Schwangerschaftsunterbrechung vornehmen zu lassen. Das kommt nicht in Frage. Sollen wir in meiner Dachstube hausen? Mit 2 Kindern? Frank hat vor, im nächsten Jahr einen Speziallehrgang mitzumachen. Feierabend. Lass dich ja nicht von der Kontrolle erwischen. Du hast vielleicht Sorgen, Mensch. Was hast du mir denn Schönes zu sagen? Ihr kriegt eine Wohnung. Was? Schon im Herbst. Dafür soll ich die meine. Das heißt ich. Das Teschnerhäuschen. Mensch! Agi!